Hallo Uhrenfreunde und herzlich willkommen auf MoWatch. Ich bleibe dabei, ich bin einfach kein Freund von Batteriewechsel bei Quarzuhren und habe euch deshalb letztes Mal die Citizen vorgestellt. Und was soll ich sagen, Impulskäufe, Freunde, aus einer Solaruhr sind dann doch zwei geworden. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden und habe mir noch die Casio Edifice mit Tough Solar dazugeholt. Und was soll ich sagen, das ist eine richtig klasse Uhr. Da gibt es einiges zu entdecken. Das wird in der Nahaufnahme richtig spannend. Und ja, ich habe einen Favoriten, aber das verrate ich dir erst am Ende des Videos. Sonst kannst du schon mal die Specs in der Videobeschreibung checken. Dort findest du natürlich auch den Link zur Uhr, wie immer. Ansonsten gar nicht viel gelabert und wir starten durch. So Freunde, fürs Protokoll. Hier haben wir es mit einer Casio EQB 1200D in der Ausführung 1AEL zu tun. Und hier ist das Schmuckstück. Und wie immer, check, erster Eindruck. Ja, das passt auf alle Fälle. Und ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen hier. Freunde, gibt es wirklich viel zu entdecken. Aber wir fangen von außen nach innen an und zuerst das Armband. Die satinierten Bänder mit den polierten Elementen zwischendrin und auf der Seite macht optisch auf jeden Fall was her, ist aber gleichzeitig der größte Kritikpunkt an der Uhr. Also das klappert wirklich, quietscht und klappert. Also ich nehme die Uhr dann an, das merkt ihr, das hört man, das war unangenehm. Kommt daher, dass die Glieder keine vollen Elemente sind, sondern einfach gebogenes Blech, wenn ihr mich fragt. Also dieses hohl um den Preis, ich habe da übrigens um die 240 Euro bezahlt im Angebot, habe ich mir doch etwas mehr erwartet. Auch die Schließe, Faltschließe, relativ standardmäßig. Also auch hier hat mir die Ausführung der Citizen eindeutig besser gefallen, auch wenn das Logo alles soweit ordentlich verarbeitet ist. Ihr könnt das auch fein anpassen. Glieder sind sonst gestiftet. Aber warum habe ich mich für die 1200er Variante entschieden? Zack, ich flipp das mal. Seht ihr, wie dünn das ist? Das sind unter 10 mm. Ganze 9,4. Das ist einfach recht flach und grandios am Handgelenk. Also perfekt, das fühlt sich super an. Zack, und am Arm. Ja. Also mir gefällt das optisch sehr gut, diese Farbvariation ist grandios, aber zuerst, wie gesagt, der Tragekomfort ist schon Wahnsinn. Also die Uhr Lack-to-Lack ist etwas größer, als ich es gewohnt bin, also für meinen Arm geht das. Sieht ultra sportlich aus und macht zumindest optisch was her. Mit was ich mich noch nicht anfreunden kann, ist das hier. Das Quietschen sollte wirklich nicht sein. Aber dafür glänzt die Uhr umso mehr beim Ziffernblatt. Also seht euch das mal an. Also hier haben wir übrigens Saphirglas. Wie immer, kurzer Test. Ja, schlägt aus, würde es sonst nicht tun. Das passt, ist auch recht ordentlich entspiegelt und gibt die Sicht auf alle die Ebenen frei. Und hier finde ich die Uhr richtig, richtig faszinierend. Denn das ganze Ziffernblatt ist quasi oder auf mehreren Ebenen gearbeitet. Ihr seht, die Indizes stehen raus, die sind am nächsten. Und auf dem Ziffernblatt gibt es dieses Wabenmuster. Unter den Waben übrigens das Solarpanel. Bekommt übrigens genug Licht, um Strom zu erzeugen. Das reicht. Und sieht auch richtig klasse aus. Also alles hier ist auf verschiedenen Ebenen verteilt. Ihr seht die gestreiften Hintergründe bei den kleinen Indikatoren, die polierten Elemente auf dem Ziffernblatt, das Edifice Logo macht auch was her und die roten Elemente als Hingucker. Auch sonst das Design meiner Meinung nach recht gelungen. Hier eine kleine Ausbuchtung, auf der anderen Seite die Krone mit Kronenschutz und den Drückern. Der obere Drücker mit dem roten Element. Stimmig. Oder was meinst du? Ich finde, das passt. Das macht Spaß. Ich könnte mich hier wirklich verlieren, Freunde. Und natürlich gibt es wieder einen Leuchtmassencheck. Zack, Licht aus. Und das leuchtet hier in einem,
Ja, in Real ist das wirklich ein schönes Grün. Hier auf dem Video scheint das komplett blau. Leider etwas verfälscht. Also bei mir geht das sogar in Richtung Giftgrün. Oh Mann, das kommt hier ganz, ganz, ganz anders drüber. Aber ist wirklich intensiv und schön. Und auch die Uhrzeit lässt sich richtig klasse ablesen. Und ja, es wäre ja keine Casio, wenn es hier jede Menge Funktionen gäbe. Also ihr habt es vermutlich bereits gemerkt, Quarzwerk, klar. Und hier läuft gerade die Uhrzeitfunktion, also die Datumsfunktion, wie ihr das nennt. Sekundenzeiger, hier haben wir eine 24-Stunden-Anzeige. Das ist eine Weltuhrenanzeige. Und hier wird es wieder ein bisschen schwierig. Das soll die Wochentagsanzeige sein. Also der kleine Zeiger zeigt auf den roten Rahmen und hier seht ihr die Wochentage, also die Anfangsbuchstaben der Wochentage. Das hätte man wirklich besser lösen können, finde ich. Ist schwer zu lesen. Ebenfalls extrem schwer zu lesen. Der Kalendertag vertieft und klein, das kommt nicht wirklich raus. Hier muss man sich wirklich Mühe geben, um das abzulesen. Ansonsten die Funktionen recht klasse. Ich wechsle mal in die Stoppuhrfunktion. Zack. Schon geht's los. Sekunden richten sich aus. Hier laufen die Minuten mit. Kann da stoppen. Geht wieder weiter. Kein Thema. Stopp. Zurück. Und einfach 2 Sekunden auf der unteren Taste drauf bleiben. Und wir sind wieder im Datumsmodus. Und für die restlichen Funktionen empfehle ich euch jedenfalls die App. So, dann werfen wir mal einen Blick in die App. Wir müssen uns zuerst mit der Uhr verbinden. Und ja, glaub mir, das lohnt sich, denn ich finde die Uhrzeiteinstellung bei Casio einfach immer etwas fummelig. Zack, wir verbinden uns und schon sehen wir auch die Batterieanzeige. Denn auch ein kleiner Kritikpunkt hier, wir sehen das auf dem Ziffernblatt nicht. Es gibt keinen Indikator, wie jetzt die Uhr geladen ist. Also im Alltag kommt ihr durch, wenn ihr nicht gerade in der Höhle wohnt, sollte das gehen. Und ja, die Uhr ist sonst recht praktisch, auch wenn ihr Weltzeiten einstellen wollt. Das geht grundsätzlich auch an der Uhr, ist aber hier natürlich um einiges komfortabler. Habe ich jetzt nicht gemacht, habe hier keinen Bedarf. Für mich ist einfach, wie gesagt, diese Zeitsynchronisation wichtig, weil das macht das um einiges einfacher. Natürlich auch die manuelle Zeigeranpassung, die ihr schon von der Casio Oak kennt, also von der G-Shock. Eigentlich solide, allerdings müsst ihr euch in der App anmelden, das ist etwas nervig. Ja, natürlich hier Wecker auch noch zum Einstellen, ist noch ein Vorteil und sonst gibt es noch kleine Einstellungen wie der Ton beim Tastendruck. Irgendwie finde ich es nervig, irgendwie finde ich es charmant. Wie hast du das eingestellt? Würde mich wirklich interessieren, weil irgendwie, wenn ich es ausstelle, ist es langweilig. Lasse ich eben drinnen. Solide App, macht was es soll, Verbindung klappt, alles gut soweit. Auch die anderen Elemente der Uhr sind wirklich liebevoll gestaltet. Also hier das Bluetooth-Logo, das Edifice-Logo auf den Drückern und der Krone. Wie gesagt, das rote Element auf den oberen Drücker. Ach, das Design ist einfach stimmig. Warum hat Casio hier einfach kein ordentliches Band spendiert? Das ist nicht leichtgängig. Am Arm geht es zwar halbwegs, klappern, wie gesagt, ja, da bin ich etwas kritisch. Und auch hier, Freunde, ihr seht das vielleicht am Gehäuse, gibt schon ganz, ganz leichte Kratzer. Ja, hier, das wird nicht immer schön kratzfrei bleiben. Zumindest das Saphirglas ist klasse, das Solar ist klasse, hält übrigens 5 Monate ohne Licht. Also wenn ihr euch so lange mal im Keller aufhaltet, geht die Uhr trotzdem. Kein Thema, sonst da einfach wieder ins Licht gehen, in die Sonne raus. Lädt sich auf, wie gesagt, Batteriewechsel ist nicht nötig. Somit müsst ihr die Uhr eigentlich nicht aufmachen, bleibt sie schön dicht. Der Boden hier ist sonst etwas weniger spannend. Die ganzen Daten hier, Bluetooth, Sapphire Crystal, ja, haben wir getestet. Japanisches Movement, auch klar, alles super hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn ich mir das so ansehe, ich mag es ja gern verspielt. Bin ein Breitling-Freund. Also dieses Ziffernblatt, die Optik, gefällt mir richtig, richtig gut.
Wenn ich mich jetzt zwischen der Casio und der Citizen entscheiden müsste, würde ich vermutlich auf die Citizen gehen. Meiner Meinung nach etwas besser verarbeitet, günstiger und daher meine Wahl. Aber mich würde interessieren, wie entscheidest du dich? Welche Uhr findest du besser, attraktiver? Für welche würdest du dich entscheiden? Und ja, das waren meine zwei Solaruhr-Varianten. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Lass ein Like da, gerne auch ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.